Was aussieht wie eine ganz normale Käserei, ist der Standort für ein ungewöhnliches Experiment. Hier in Burgdorf in der Schweiz wird geforscht. 9 Emmentaler Käse werden während ihres Reifungsprozesses unablässig mit Musik bespielt. Seit September liegen die Käseräder in diesen Holzkästen. Darunter sind Sender angebracht, die die Schallwellen direkt in den Käse leiten. Forscher von der Hochschule der Kunst Bern sind überzeugt, dass sie einen Einfluss auf die Konsistenz und den Geschmack des Käses hat. Ich hatte anfangs etwas Sorge und habe mich gefragt, ob wir genügend Dinge feststellen können, um diese neuen Käse auseinanderzuhalten. Aber tatsächlich waren die Unterschiede sehr deutlich in der Art der Konsistenz, im Geschmack und im Aussehen. Käsekreateur Beat Wampfler ist ebenfalls überzeugt, dass die Musik Geschmack und Konsistenz beeinflusst und will das Experiment auf jeden Fall fortsetzen. Wir wollen 5 oder 10 Käse nehmen und sie nur mit Hip-Hop beschallen und dann vergleichen, um sicher zu gehen. Wir haben nur eine Käsesorte genommen, aber was gut war, dass die Jury den Käse gleich 2-mal getestet hat und mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Es besteht also ein Zusammenhang, das motiviert uns weiterzumachen in einem präziseren wissenschaftlichen Experiment. Und mit ihrem Ständchen dürften diese Sänger ganz auf einer Wellenlänge mit dem Schweizer liegen.